Wir werden hier diese quadratische Gleichung mit diesem Taschenrechner lösen. Natürlich erinnern wir uns an die Mitternachtsformel ax² plus bx plus c gleich 0. Das ist die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung. Und um die ohne Taschenrechner zu lösen, rechnet man zuerst die Diskriminante Delta, das ist die Zahl b² minus 4ac. Und bei diesem Delta können drei Fälle auftreten. Entweder diese Zahl Delta ist gleich 0, dann hat diese quadratische Gleichung eine einzige Lösung, die findet man durch minus b auf 2a. Oder zweiter Fall, die Diskriminante Delta ist streng negativ, dann hat diese Gleichung gar keine Lösung. Oder aber die Diskriminante Delta ist streng positiv. Dann hat diese quadratische Gleichung diese zwei Lösungen. Man kann so eine Gleichung aber auch mit dem Taschenrechner lösen. Dazu geht man wie folgt vor. Man geht zuerst ins Menü. Ich tippe auf Menü. Jetzt fährt man mit den Kursortasten bis zum Feld der Gleichungen. Das ist dieses Feld A. Also fahre ich noch um 1 nach rechts und bestätige diese Auswahl mit Enter. Jetzt fragt Casio, was willst du hier lösen? Möchtest du ein Gleichungssystem lösen oder eine Polynomgleichung? Die quadratische Gleichung ist eine Polynomgleichung, also wählen wir die 2. Tipp! Jetzt fragt Casio noch den Grad dieser Polynomgleichung. Er kann also Polynomgleichungen zweiten, dritten und vierten Grades lösen. Hier ist sie zweiten Grades, also tippen wir auf 2. Tipp! Und dann steht auch sofort dieses Trinom ax² plus bx plus c im Display, so wie es hier steht. Wir sollen hier die Zahl a eingeben. Für unser Beispiel ist das c. Tipp, tipp. Wir bestätigen diese Eingabe mit Enter, Enter, und jetzt steht die 10 an ihrem Platz. Die Vorzahl von x, das ist hier die 1, plus 1 mal x, also geben wir ein 1, Enter. Jetzt noch der unabhängige Term, das ist minus 3, den müssen wir eingeben mit dem Vorzeichen, also minus 3 und bestätigen diese Eingabe mit Enter. Sie steht da, minus 3. Wenn wir jetzt nochmal auf Enter tippen, dann kommt sofort die erste Lösung, x1 gleich ein halbes, so wie vorgesehen. Und ein weiteres Tippen auf Enter, Tipp, liefert die zweite Lösung, minus 3 Fünftel.